Dass ihr wieder da seid und dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind alle noch ganz angefüllt mit Offenbarung 14, Vers 6 bis 14. Das steckt uns noch in allen Gliedern nach dem Josua Camp. Und wenn ihr nicht dabei gewesen seid, da habt ihr wirklich etwas verpasst. Dürft euch freuen auf die Aufnahmen, die in einigen Wochen zur Verfügung stehen werden. Aber heute wollen wir nicht über die Offenbarung sprechen, sondern wir wollen abschließen das Kapitel Lukas, Kapitel 1. Wir haben ja sehr viele Geschichten dort schon angeschaut und wollen heute uns mit dem Lobpreis des Zacharias beschäftigen. Das wird so eine quasi eine verlängerte Folge sein, so eine nicht eine Doppelfolge, aber so eine anderthalb Folge so quasi. Und dann damit dieses ganze Kapitel, diesen ganzen Komplex erstmal abschließen, bevor wir dann in einigen Wochen weitermachen werden mit dieser Serie. Zu Beginn möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und um Gottes Führung bitten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir zu dir kommen können. Hab Dank, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die Wahrheit so zu erkennen, wie sie in Jesus Christus ist. Bitte sei du unser Lehrer, zeige du uns, wie wir die Dinge, die wir lesen werden, in unseren Alltag übertragen können. Und bitte gib, dass du uns dein Wort stärkt und ermutigt und immer näher zu dir zieht. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. Wir sind, wie gesagt, am Ende von Lukas 1. Wir wollen uns heute die Verse 67 bis 79 anschauen. 14 Verse, die nochmal so einen Höhepunkt bilden in diesem Kapitel. Wir haben gesehen, es gibt die Geschichte der Ankündigung der Geburt des Johannes, die Geschichte der Ankündigung der Geburt des Jesus, dann das Treffen der beiden Mütter, dann der Lobpreis der Maria, schließlich die Geburt des Johannes. Und jetzt kommen wir zum Lobpreis des Zacharias. Wir fangen mal an in Vers 67. Der Kontext ist uns ja hoffentlich noch geläufig. Der Johannes ist gerade geboren worden, ist ein paar Tage alt, er sollte beschnitten werden, ihr erinnert euch, und die Familie ist nicht zufrieden mit der Namenswahl, ja, die die Mutter vornimmt, aber der Vater bestätigt die Namenswahl, er soll Johannes heißen, und als er sich zu diesem Detail der Prophetie bekennt, da wird seine Zunge gelöst und er lobt Gott. Und was hat er gelobt? Hier sehen wir das ab Vers 67. Es heißt, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach. Nun, diese Formulierung mit Heiligem Geist erfüllt, obwohl wir noch ziemlich am Anfang unserer Serie sind, ist schon öfter mal vorgekommen, oder? Wen haben wir schon erlebt, der mit Heiligem Geist erfüllt gewesen ist? Elisabeth und Maria in Lukas 1. Wer ist da noch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist? Zacharias hier, ja? Das Kind Johannes. Jetzt, wenn wir also die Familie anschauen, die Familie von Zacharias, dann haben wir Zacharias, Elisabeth und den Johannes. Und interessanterweise werden die alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Erst das Kind Johannes, dann die Elisabeth und dann der Zacharias. Ganz kurios, wie das genau andersrum geht, wie man es ja eigentlich sonst so erwarten würde. Alle drei, eine Familie, die alle vom Heiligen Geist erfüllt sind. Nun, es heißt, er weissagte. Was ist ein anderes Wort für Weissagen? Prophezeiung. Vorhersagen, genau, eine Prophezeiung. Das heißt, er hatte an dieser Stelle den Geist der Weissagung. Interessanterweise war Zacharias ja kein Vollzeitprophet, der ein Leben lang Prophezeiung gegeben hat. Ja, in der Bibel gibt es Propheten, die wirklich zum Prophetenamt berufen sind und dann jahrelang ihren Prophetendienst ausführen, wie Johannes der Täufer. Und dann gibt es auch Gelegenheit, wo jemand einfach in der Situation von Gott benutzt wird, eine Prophezeiung zu geben, ja, ohne dadurch direkt zum Propheten per se zu werden. Ja, zum Beispiel, die Maria war ja auch keine Prophetin und trotzdem hatte sie den Geist der Weissagung da bei diesem Lobpreis. Oder die Elisabeth, ja. Oder wenn wir auch an andere Personen denken. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo der Heilige Geist und das Prophezeien miteinander verknüpft sind? Wo deutlich wird, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Prophezeiungen, die Weissagungen eingibt. Der Stephanus war erfüllt vom Heiligen Geist. Jetzt heißt es nicht explizit dort, dass er einer der Propheten war. Also implizit kann man das schon auch annehmen, aber er hat jetzt gar nicht mal so viel prophezeit. So der, ja? Obwohl im weitesten Sinne kann man ihn sicherlich vielleicht auch darunter zählen. Aber eine ganz, ganz berühmte Bibelstelle, wo
die Weissagung verknüpft wird im Allgemeinen mit dem Heiligen Geist, der sie eingibt. Johannes? Amos 3, Vers 7, ja, da steht, dass Gott nichts tut, es sei denn, dass er es seinen Knechten offenbart. Der Geist des Herrn ist auf mir, ja. Aber da sagt er, und er war natürlich ein Prophet, ohne Frage, also das stimmt schon. Ihr kennt den Vers ganz bestimmt. Du meinst die Anna, die Hanna. Hanna, ja, Hulda war im Alten Testament. Stephanus, ja. Also ich meine eigentlich einen Vers, der gar nicht so sehr in einer Geschichte ist, sondern in einem Brief im Neuen Testament. Ganz bekannte Stelle. Schlag mal mit mir auf, lasst mal euren Finger hier drinnen. 2. Petrus 1, Vers 21. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Stelle gut kennt. Wenn ihr sie lest, werdet ihr sagen, ach ja. 2. Petrus 1, wir lesen ab Vers 19. 2. Petrus 1 ab Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem was, an dem? 2. Petrus 1, Vers 19. Wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein was? Als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Merkt euch das, wir werden ganz am Ende darauf zurückkommen, dass die Prophetie zu dem Morgenstern führt. Ja, wenn die Prophetie studiert wird, geht der Morgenstern im Herzen auf. Und dann heißt es in Vers 20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ja, und hier haben wir Zacharias. Es heißt, er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und er weissagte. Ja, also ein Paradebeispiel für diesen berühmten Vers. Übrigens, wenn man sich das anschaut im Lukas-Evangelium, Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt, Maria vom Heiligen Geist erfüllt, Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt, Johannes der Täufer vom Heiligen Geist erfüllt und sie weissagen, ja, mit Worten und mit Gesten, dann stellt man fest, das ganze Evangelium basiert auf der Prophetie. Ja. Manchmal hat man nicht unbedingt gleich die Idee, dass wenn man von Evangelium redet, dass man von Prophetie spricht. Ja. Aber diese ganze Evangeliumsgeschichte hat als Fundament Prophezeiungen, die gegeben worden sind. Jetzt schauen wir uns mal an, was er da so im Einzelnen sagt, der Zacharias. Lukas 1 und dort Vers 68, da wollen wir mal anfangen. Lukas 1, Vers 68. Es heißt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk, wie heißt es weiter? Angesehen, genau. Hat jemand noch eine andere Übersetzung von angesehen? Besucht. Ja, das gefällt mir noch ein bisschen noch schöner. Ja? Also das eine sagt, man kann das Wort übersetzen mit ansehen, mit hingucken, aber besuchen hat noch diese Idee von, ich komme persönlich vorbei. Ja? Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Dahinter steckt diese Idee von der Heimsuchung. Genau, Lukas 1, Vers 68. Diese Idee von der Heimsuchung. Im deutschen Sprachgebrauch ist Heimsuchung etwas sehr Negatives, oder? Aber in der Bibel nicht unbedingt. Der Josef sagt zum Beispiel seinen Brüdern, Gott wird euch heimsuchen und aus Ägypten herausholen. Kennt ihr noch eine Stelle, wo Heimsuchung eine ganz positive, eine vergleichsweise positive Bedeutung hat? Nicht als Gericht, nicht als Strafe, sondern eher als Besuch. Da gibt es in Lukas zum Beispiel, da gibt es in mehreren Evangelien diese Stelle. Schaut mal in Lukas 19 und dort Vers 44. Lukas 19, Vers 44. Und das gibt einen interessanten Kontext zu unserem Vers. Lukas 19, Vers 44. Wer spricht denn da in Lukas 19, Vers 41 bis 44? Das ist Jesus. Und Jesus spricht über wen? Er spricht über Jerusalem, oder?
Und schaut mal, was Jesus zu Jerusalem sagt. Er sagt in Vers 44, und er spricht von den Feinden, er spricht von den Römern, nicht wahr? Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner was? Deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Frage, hätten die Jerusalemer die Zeit ihrer Heimsuchung erkennen können, ja oder nein? Warum? Sie hätten eine Bibel, ja, und selbst wenn sie keine Bibel gehabt hätten. Jesus hat die Zeichen vorausgesagt, das stimmt. Welche Prophetie? Ja, ganz konkret, welche Prophetie? Lukas 1, Zacharias hatte gesagt, Gott hat uns besucht. Kurz bevor Jesus geboren wird, wenige Monate vorher, steht, nachdem es jahrhundertelang keine Propheten gegeben hat, obwohl jetzt Zacharias kein echter, also kein Langzeitprophet war, aber da steht jemand auf, ein Priester, und prophezeit, Gott hat uns besucht. Ja? Gott kommt uns besuchen. Und Jesus sagt, ihr habt die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Da gab es nicht nur alte Prophezeiungen, die Jahrhunderte Jahre alt waren, sondern da gab es ganz konkrete, moderne Prophezeiungen sozusagen. Ja, der Zacharias hatte gesagt, Gott hat uns besucht. Und das hat er wirklich, oder? Als Jesus Mensch wurde, hat Gott die Welt besucht. Und sie haben ihn nicht erkannt. Also das Problem der Israeliten, der Juden, war nicht nur, dass sie die Bibel nicht geglaubt haben, sondern auch dem Geist der Weissagung nicht. Denn der Geist der Weissagung in ihrer Zeit war in Harmonie mit dem, was die alten Schriften gesagt hatten. Ja? Und hätten sie Bibel und Geist der Weissagung geglaubt und zusammengenommen, dann hätten sie die Zeit ihrer Heimsuchung erkannt. Haben sie aber nicht. Und ich denke, das können wir sofort übertragen auf unsere Zeit. Wir haben die Bibel, die alten Prophezeiungen, wir haben den Geist der Weissagung relativ neu. Beide sind in Harmonie und beide sagen uns, wir leben in wichtigen Zeiten. Und wenn wir darauf nicht achten, dann wird auch Jesus über uns weinen müssen. Ihr habt die Zeit eurer Heimsuchung nicht erkannt. Nun, gehen wir zurück zu Lukas 1, Vers 68. Das heißt es ja, er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung gebracht. Frage, was ist eigentlich Erlösung? Da steckt das Wort lösen drinne, jemanden lösen, loszulösen, ja, auslösen. Sündenvergebung, wolltest du das auch sagen? Von der Sünde. Es gibt einen Bibelvers, lasst euren Finger in Lukas 1 drin oder das Bändchen. Und zwar in Epheser 1, Vers 7. Da finden wir eine der schönsten und einfachsten Definitionen der Erlösung. Also der Geist der Weissagung macht den Juden hier deutlich, durch den Zacharias, Gott besucht, um sie zu erlösen. Ja, und was ist Erlösung? Epheser 1, Vers 7 sagt uns, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, und kommt ein Komma als Erklärung, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Also was ist Erlösung? Erlösung ist die Vergebung der Übertretung des Gesetzes, weil er so reich an Gnade ist. Ja? Nicht knausrig. Ja? Wenn es um Erlösung geht, ist Gott kein Schwabe, der alles so für sich behält. Ja? Er ist reich an Vergebung. Und das ist, was Zacharias wiederum hier in dieser Prophezeiung sagt, was der Geist der Weissagung immer wieder versucht, durch diese menschlichen Instrumente den Menschen deutlich zu machen. Gott kommt, um euch von der Sünde zu befreien. Er möchte euch Erlösung bereiten. Lukas 1, zurück. Also, er singt, gepriesen sei der Herr, oder er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und dann sagt er hier, schaut mal, in Vers 69, und er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Warum sagt er wohl ein Horn des Heils? Das ist ja offensichtlich eine Metapher, oder?
Denn Gott hat nicht wirklich ein Horn dort aufgerichtet. Wofür steht das Horn? Eine Macht, das ist dann schon ein bisschen, das ist Luther wahrscheinlich, oder? Denn Luther hat sich mal die Freiheit genommen, zu verstehen, was der Text sagt und dann so ein bisschen einzudeutschen. Das passt meistens auch, manchmal nicht ganz, aber hier ist es ganz gut, denn ein Horn steht für Macht. Je größer das Horn, je dicker das Horn, desto mächtiger der Bulle oder der Hirsch, ja? Oder wer auch immer dieses Horn hat. Wofür steht das Horn in der Prophetie? Für eine Macht, für ein, noch genauer, für ein Königreich. Und haben wir hier eine Prophetie, ja oder nein? Ist das ein prophetischer Text? Ganz deutlich, ist eine Weissagung. Das heißt, wenn es heißt, das Horn des Heils, wie könnte man das anders übersetzen? Ein Königreich des Heils. Und wie nennt man dieses Königreich des Heils sonst im Neuen Testament? Das Himmelreich, das Reich Gottes. Ja, das ist eine andere Bezeichnung. Dieses, wenn wir an Himmelreich denken, das Reich Gottes, denken wir vielleicht nicht immer an Hörner. Ja, aber im biblischen Denken, das ist eine Macht. Deswegen sagt der Paulus auch, das Evangelium ist eine Kraft. Ja, ist eine Kraft zur Erlösung. Gott hat diese Kraft, dieses Horn aufgerichtet. Übrigens, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, der Lobgesang der Maria war sehr ähnlich zum Lobgesang der Hanna? Es gibt auch Parallelen zwischen dem Lobpreis des Zacharias und dem Lobpreis der Hanna. Schaut mal mit mir in 1. Samuel, Kapitel 2. Und dort Vers 10. 1. Samuel 2. Und dort Vers 10. Seid ihr da? 1. Samuel 2, Vers 10. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Wer ist wohl dieser Gesalbte? Genau, was heißt Gesalbte auf Hebräisch? Das ist Messias, genau, das Horn des Gesalbten. Und der Zacharias bezieht sich darauf, das Horn des Heils, das Gott erhöhen wird. Und dann sagt er ja, der Lukas, also der Zacharias im Lukas, in dem Haus deines Knechtes Davids. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, wollen wir hier nicht wiederholen, dass die Israeliten gewartet haben auf den Sohn Davids. Und David war was gewesen? Er war ein König, ja. Das heißt, dieser Sohn Davids, da hat man immer verbunden, der König, ja. Und das war ja eigentlich auch ganz richtig, aber das haben wir schon so oft gesagt, die Israeliten haben ein falsches Königtum erwartet. Nicht ein Königtum der Erlösung, sondern ein Königtum der weltlichen Freude und des weltlichen Friedens. Aber das schwingt hier mit. Wir können vielleicht ganz kurz nochmal den Text aufschlagen, der grundlegend dafür ist, in 2. Samuel 7. Und dort Vers 26, 2. Samuel 7, Vers 26. Da heißt es, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel und das Haus deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Das sind ganz ähnliche Worte, wie der Zacharias sie wählt, nicht wahr? Wo er sagt, gepriesen sei der Gott Israels, der Herr, der Gott Israels, und der das Horn des Heils aufgerichtet hat im Haus seines Knechtes Davids. Der Sohn Davids sollte der sein, der das Reich Gottes bringt. Aber die Israeliten haben nur verstanden, dass der Sohn Davids wieder das Königreich so groß macht, wie es bei David war. Ja. Das haben sie haben die geistliche Dimension nicht verstanden. Nun, gehen wir zurück zu Lukas und schauen mal an, was wir da noch herausgreifen können hier aus diesem so spannenden Kapitel. Lukas 1 und dort Vers 70. Lukas 1 und dort Vers 70, dort sagt er, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Also er sagt, gepriesen sei Gott, der uns besucht hat, der tatsächlich jetzt dieses Heil, dieses Horn, dieses Königreich aufrichtet. Es kommt tatsächlich. Und seit alters her, seit vielen Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, haben das die heiligen Propheten vorhergesagt. Viele Propheten haben es vorhergesagt. Ein Prophet kündigt es an. Jetzt, wer waren wohl die ersten Propheten oder
die ersten Menschen, die davon gesprochen haben, dass ein zukünftiger Erlöser kommen wird. Weil das heißt, von Alters her, wie weit geht das zurück in die Vergangenheit dieses Alters? Altes Testament stimmt, aber es ist noch sehr breit, nicht wahr? Bis in den Garten Eden. Also wenn der Zacharias sagt, wie von Alters her, dann meint er nicht nur die letzten 2 Jahrhunderte. Er bezieht sich bis auf den Anfang der Erde. Das, was hier passiert, ist das, was seit Beginn der Welt die Menschen ersehnt haben. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Wer sind noch so Propheten gewesen, die davon gesprochen haben? Zählen wir nur ein paar auf. Abraham, dem gesagt worden ist, in deinem Samen sollen alle Völker gesegnet werden. Mose, der gesagt hat, dem Volk ein anderer Prophet, so wie ich, gleich wie mir, den wird Gott senden, nicht wahr? Elia, was hat der genau über Jesus gesagt? Sortierst du mal deinen Gedanken? Bestimmt gar nicht. David hat davon gesprochen in den Psalmen, ja, in Psalm 22 zum Beispiel. Gott war der erste Prophet, nicht wahr, die erste Prophezeiung gegeben. Micha hat von ihm gesprochen, ja, der in Bethlehem geboren werden soll. Jesaja hat von ihm gesprochen, Daniel, ja, all die Propheten. Und das ist, ihr seht, also wir lesen hier ein paar Verse im Neuen Testament ständig und immer so, Altes Testament, wie die Propheten. Und wenn man das Alte Testament nicht glaubt oder nicht als Grundlage hat, dann Jesaja, genau, Zacharia, alle haben davon gesprochen. Und das muss eine interessante Zeit gewesen sein damals, als die Menschen, wie Zacharias realisiert haben, all die Linien der Bibel, die sie damals hatten, all die Linien zeigen auf meine Generation. Und das ist wiederum eine ganz wichtige Parallele zu uns, wo wir feststellen, all die Linien des Alten und Neuen Testaments zeigen in unsere Zeit. Ja. Gott sei gepriesen. So, das war zumindest das Lob des Zacharias. Übrigens, schaut mal mit mir in 1. Petrus 1, Vers 12. 1. Petrus 1. Petrus 1, Vers 12. Da spricht es auch von den Propheten. Da können wir Vers 10 schon lesen. 1. Petrus 1, Vers 10. Dort heißt es, wegen dieser Errettung, ja, Erlösung, Errettung, haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Also was haben die Propheten gemacht, wenn es um das Evangelium ging? Sie haben gebetet, gefastet. Was sagt der Vers? Sie haben geforscht. Das heißt, Elia, Daniel, Jesaja, die haben sich den Kopf zerbrochen. Wie wird Gott die Sünden wegnehmen? Ich meine, es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass im Alten Testament Gott wird seinen Sohn senden, der wird Jesus heißen, der wird 3,5 Jahre leben, der wird dann am Kreuz von Golgatha sterben. Ich meine, so ganz präzise steht es nicht. Ja? Es sind viele Symbole, viele Prophezeiungen, es ist sehr deutlich, aber es ist nicht 1:1, wie es im Alten Testament steht, oder? Man muss etwas mehr suchen und forschen. Also wenn ich jetzt nur das Alte Testament hätte, könnte ich den Erlösungsplan genauso verstehen, aber ich müsste etwas mehr forschen, als in Johannes 3, Vers 16, wo es explizit steht, oder? Und was haben die alttestamentlichen Propheten gemacht? Die haben die Bibel genommen und haben versucht, all die Verse zusammenzunehmen. Die haben versucht zu verstehen, ja, was haben wir denn gerade da prophezeit? Ja. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Sie haben geforscht, oder auf welche Weise, Vers 11, sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutet. Das heißt, der Daniel hat nicht nur Jesaja studiert und Jeremia, ja, wie wir es in Daniel 9 lesen. Ja, also ihr wisst ja, in Daniel 9, da studiert er die Schriftrolle Jeremia. Ja? Und als er dann, wenn der Engel kommt und ihm dann die 70 Wochen erklärt, mit dem kommenden Fürsten, der abgeschnitten, also der, wo das Volk dann abgeschnitten wird, nicht wahr? Und dass der Fürst getötet wird und in der Mitte der Woche Schlacht- und Speisopfer aufhören werden. Da hat das der Daniel aufgeschrieben, weißt du, was er dann gemacht hat? Er hat sich hingesetzt und hat überlegt, was bedeutet das? Was bedeutet das? Ja. Die Propheten haben manchmal ihre eigenen Prophezeiungen nicht völlig verstanden. Das sehen wir bei Daniel oft. Ja. Aber sie wollten es verstehen. Und dann sagt der Petrus weiter, sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden
und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Also der Heilige Geist wollte deutlich machen, wie Jesus von uns sterben würde. Er gibt eine Prophezeiung, die Propheten schreiben es auf und sie verstehen es selbst nicht richtig. Sie müssen es immer noch selbst studieren. Ja, wir denken manchmal, wenn man ein Prophet ist, dann weiß man alles. Ja, aber die Propheten wussten auch nicht alles. Ellen White musste auch ihre Bibel studieren, tagtäglich. Ja. Manchmal denken wir, naja, die Ellen White, die hat ja Visionen von, die wusste alles selbst. Nein, nein, Ellen White hat ihre Bibel studiert und hat dann, wenn sie, ich weiß nicht, sie musste selbst herausfinden, was die Wahrheit ist. Und jetzt schaut, das ist der interessante Punkt. Wenn selbst Leute wie Daniel und Mose und Elia Bibel studiert haben, um das Evangelium zu erkennen, was sollten dann wir tun? Ja? Das ist ja der Punkt, den der Petrus machen will. Er möchte sagen, schaut mal, das, was euch so offensichtlich erscheint, so selbstverständlich, da haben große Glaubenshelden wirklich, ja, ich will nicht sagen Blut und Tränen, aber wirklich, also mit viel Schweiß ihres Angesichts versucht das zu verstehen. Vers 12, ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern wem dienten? Euch dienten oder uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dingen, welche auch die Engel hineinzuschauen beginnen. Also der Vers ist sehr interessant. Schaut mal, zuerst einmal heißt es, also die Propheten haben das aufgeschrieben und dann haben sie versucht, es zu verstehen. Und was ist ihnen auf jeden Fall geoffenbart worden? Etwas ist ihnen deutlich geworden. Etwas hat Gott ihnen offenbart. Was hat Gott ihnen offenbart? Genau, dass nämlich das, was sie aufgeschrieben hat, gar nicht für sie selbst ist. Ja, stell dir vor, du bist Daniel und der Engel Gabriel kommt und erklärt dir alles und jetzt schreibst du es auf und du verstehst es immer noch nicht. Und du forschst und suchst und suchst und dann offenbart dir Gott, du weißt du was, ist gar nicht für deine Generation. Es kommt eine Generation, die wird es verstehen. Was meint ihr wohl, was hat wohl der Daniel dann gefühlt? Oder der Elia? Oder der Jesaja? Wenn er Jesaja 53 aufgeschrieben hat und sich gefragt hat, wie wird das wohl sein, wenn dieser eine kommt, der die Sünden auf sich nimmt? Oder wenn David geschrieben hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Oder als der Abraham diesen Witter da sieht und sich überlegt, ja, irgendwie wird Gott mir, Gott möchte mir was zeigen, da wird es irgendwie einen Wechsel geben. Aber wie genau? Ja? Was haben die sich wohl gewünscht? Sie haben sich gewünscht, das so zu verstehen, wie wir es verstehen können, oder? Und was hätten sie dafür gegeben? Ja. 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 Lass uns ganz kurz noch bei dem Thema bleiben, ja? Ja, er sagt, viele haben das begehrt, was ihr sehen könnt. Aber glückselig sind die Augen, die das sehen und die Ohren das hören. Das sagt er dann beim Thomas, sagt er das. Genau. Das ist nur eine andere Stelle. Aber der Punkt ist, was für ein Vorrecht, das zu erleben. Und jetzt wisst ihr natürlich, dass es viele Prophezeiungen für das erste Kommen gibt, aber noch viel mehr Prophezeiungen auf das zweite Kommen. Das heißt, wenn das schon so beim ersten Kommen Jesu ist, dass die Propheten sich gewünscht haben, das zu verstehen und die Engel da hineinschauen wollten, wie viel mehr erst, wenn es um die Endzeit geht, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt mit all seinen Engeln. Und die Propheten haben das skizzenhaft gesehen. Ich war aufgeschrieben, das, was sie gesehen haben. Und wir bauen das alles zusammen und der Heilige Geist hilft uns und wir verstehen es jetzt seit Jahrhunderten immer besser und besser und besser. Und wir leben in der Zeit, wo sich Offenbarung 13 erfüllt. Was hätten die nicht gegeben, nicht wahr? Und ich glaube, dieser Gedanke ist ganz wichtig, dass uns das bewahrt vor so einer Selbstverständlichkeit, so einer Gleichgültigkeit. Naja, ich bin jetzt in der Adventgemeinde, ich weiß, es so wird es kommen, alles klar. Die Engel wollen da reinschauen. Ja? Also wann war das letzte Mal, dass wir uns so das vorgenommen und sagen, ich möchte das unbedingt verstehen, ich möchte das, also so wirklich, das hat oberste Priorität für mich. Ich will das unbedingt verstehen. Naja, gehen wir zurück zu Lukas 1, könnte man noch so viel mehr sagen. Gott hat es verheißen durch die heiligen Propheten. Jetzt, was hat er verheißen? Vers 71. Lukas 1, Vers 71. Was hat Gott verheißen durch die heiligen Propheten? Und jetzt, glaube ich, werdet ihr gleich sehen, warum selbst, ich denke, dass selbst Zacharias an der Stelle das zwar gesagt hat, aber selbst nicht wirklich verstanden hat, oder? So wie Johannes auch gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, und es doch nicht ganz verstanden hat. Und ihr werdet gleich sehen, warum die das wohl nicht ganz verstanden haben. Vers 71. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen.
Was haben wohl 99,7% aller Leute, die das gehört haben, gedacht, was die Prophezeiung bedeutet? Und ganz ehrlich, wenn ihr in der Situation gewesen wärt und jemand hätte eine Predigt gehalten über diese Prophezeiung, gesagt, schaut her, ein Beweis, die Römer werden verjagt werden, hätten wir es nicht wahrscheinlich alle geglaubt? Wir hätten den Bibeltext gelesen und wir hätten die Tagesschau angeschaut und gesagt, das passt hundertprozentig, das ist die Wahrheit. Das heißt, manchmal ist die prophetische Wahrheit nicht immer gleich sofort so offensichtlich. Oder anders ausgedrückt, man kann sich auch bei der Prophetie auslegen täuschen und glauben, das ist so offensichtlich klar. Ja. Und es war ein populärer Irrtum. Ja. Jetzt, wer sind diese Feinde? Wer sind die, die uns hassen, von denen wir errettet werden sollen? Was meint ihr? Mhm. Ja. Wer sind denn die, die gegen das Volk Gottes gehen? Die Ungläubigen, ja. Die Dämonen und der Satan als erstes. Ja. Der Satan ist unser größter Feind. Denn er ist der Feind Gottes. Er heißt ja Feind, Satan. Ja. Das heißt, wenn Gott sagt, dass er uns von den Feinden errettet, ist das nicht mal eine Metapher, denn Satan ist viel mehr Feind, als es die Römer jemals hätten sein können. Ja, die Römer sind nur ein sekundärer oder tertiärer Feind, aber Satan ist der primäre Feind. Gott hat es eigentlich buchstäblich gemeint. Aber weil die Menschen mehr auf das Weltliche geschaut haben als auf das Geistliche, haben sie das nicht erkannt. Und das kann uns genauso passieren, wenn wir auf das Weltliche mehr schauen als auf das Geistliche, dann werden plötzlich offensichtliche Dinge nicht mehr so offensichtlich. Ja. Mhm. Ja, ganz genau. Dankeschön. Jetzt, habt ihr gesehen, dass es heißt Errettung von unseren Feinden? Wir haben ja in Vers 68 Erlösung gehabt, ja? Dann das Horn des Heils. Das sind lauter so mächtige Begriffe für das Evangelium. Errettung. Was heißt denn Retter auf Hebräisch? Ganz einfach ist es nicht. Retter heißt Hoshea und Gott ist mein Retter, der Herr ist mein Retter, ist Jehoshua, also Josua, und das auf Griechisch übersetzt ist dann Jesus, also hast du schon recht gehabt. Aber deswegen sagt die Bibel, dass Jesus, er soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und hier hat Gott das schon angedeutet, noch bevor Jesus geboren worden ist, macht Gott deutlich, wer jetzt kommen wird, ist der Erretter, ist der, von dem alle Propheten in der Bibel geweissagt haben. Er ist derjenige, der und wo Gott auf Besuch kommt. Denn Gott wird Mensch, er kommt zu Besuch, er erlöst uns, er errettet uns. Eigentlich, ich glaube, wenn man die paar Verse hier hat, man könnte schon gerettet werden. Vers 72. Er errettet uns, und jetzt schaut mal, wie es heute heißt, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Frage, wer sind die Väter, auf die er sich beruft? Ja, die Väter sind die Vorfahren, genau. Welche Vorfahren? Abraham, Isaak, Jakob, die berühmten, die Glaubensväter, ja. Wer hatte sowas Ähnliches schon mal in Lukas 1 gesagt? Maria, wo hat sie das gesagt? Findet ihr den Vers genau? Wo war das? Genau, schaut mal Vers 54 an. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Jetzt vergleicht mal in Vers 72. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Könnt ihr sehen? Selber Gedanke. Und jetzt können wir was Schönes beobachten. Wir haben zwei Propheten, die ungefähr ein paar Wochen auseinander oder ein paar Monate auseinander weissagen. Ja?
Also ich würde fast behaupten, die haben denselben Gedanken von Gott bekommen. Ja, und Maria drückt es so aus und der Zacharias drückt es ein bisschen anders aus. Ja, aber es ist trotzdem derselbe Gedanke. Ja. Und das zeigt, wie auch Menschen mit ihrem persönlichen Vokabular daran beteiligt sind an dem Wort Gottes. Ja, es ist dieselbe Idee, derselbe Gedanke, aber jeder hat auch seine persönliche Formulierungsweise, das auszudrücken. Ganz genau. Dadurch ist es nicht so monoton. Ja, nicht alle sagen nicht immer genau dasselbe, sondern so ein bisschen anders auch. Übrigens, von wegen Bund, lasst mal euren Finger drin und geht mit mir zu 5. Mose. 5. Mose. Kapitel 7. Und man könnte viel, viel, viel zu diesem Bund sagen. Ich weiß, hier haben wir schon einige Predigten darüber gehabt, über den alten und den neuen Bund und die ganze Idee, dass der Bund eine Verbindung ist zwischen Gott und Mensch, Gott mit uns, nicht wahr? Gott besucht die Menschen. 5. Mose 7 und dort Vers 8. Und da zeigt sich, warum Gott all das tut. Dort heißt es, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott hatte damals ja schon aus der Hand der Feinde befreit, oder? Aus der Hand derer, die sie gehasst haben. Und es war ein Bild gewesen für die eigentliche Erlösung. Für die Errettung, für den Bund. Und was war die ganze Grundlage? Gott hat sie lieb. Also warum kommt Jesus auf die Erde? Ja, um die Menschen zu erlösen. Er kommt, um den Bund zu erfüllen. Er kommt, weil Gott es verheißen hat. Aber die Hauptmotivation ist, Jesus kommt, weil er uns lieb hat. Ja, der Bund, wenn immer die Bibel davon spricht, dass Gott einen Bund mit den Menschen macht, dann deswegen, weil er sie liebt. Und deswegen ist diese Zacharias-Prophezeiung wiederum gute Nachricht, ja, das Evangelium sprudelt voller guter Nachrichten. Nun gehen wir zurück zu erstes Kapitel Lukas, Lukas 1, Vers 73 und 74. Und das ist jetzt 74 ist ein schöner Vers. Wir lesen nochmal Vers 73, um den Zusammenhang zu haben. Da heißt es in Vers 73, an den Eid, den er. Ach, übrigens, eins habe ich vergessen in Vers 72 noch. Warum ist das so interessant, dass er sagt, und zu gedenken an seinen heiligen Bund? Er sagt, dass Gott an seinen heiligen Bund gedenkt. So ein kleines Detail, aber es wichtig ist. Gott kann nicht lügen, sagt die Bibel. Gott ist treu, er hält seine Versprechen, auch wenn wir uns so nicht halten, er hält sie. Und wann immer wir zurückkommen, wir können sicher sein, seine Verheißungen sind wie eine Konstante. Unsere Verheißungen sind wie sagt man, sinkender Sand, wie heißt das? Treibsand, genau. Aber Gottes Wort ist eine Konstante, das stimmt. Warum ist es so interessant, dass er steht, Gott gedachte an seinen Bund? Wer sagt das nochmal? Zacharias. Und was heißt Zacharias? Ja, was heißt das Wort? Könnt ihr euch daran erinnern? Haben wir mal vor Wochen gelernt. Gott gedenkt. Ja, also hier haben wir Zacharias. Er heißt Gott gedenkt. Und jetzt erinnert er sich, Gott gedenkt an seinen Bund. Ja, was er vorher im Tempel nicht mehr so ganz glauben wollte. Ja, hier haben wir es. Ist nur ein kleines Detail, aber ich finde es ein sehr schönes. Und ach, den Vers können wir auch noch lesen, wo wir schon dabei sind. 3. Mose 6, Vers 42. 3. Mose 6, 26, Entschuldigung. 3. Mose 26. Und dort Vers 42. Wir können Vers 41 schon lesen. 3. Mose 26, Vers 41. Und 42. 3. Mose 26, Vers 41 und 42. Weswegen auch ich mich ihnen widersetzte und sie in das Land ihrer Feinde brachte, und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, sodass sie dann ihre Schuld annehmen, also erstmal bekennen, ja, dass sie schuldig sind, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken
und auch an meinen Bund mit Isaak und auch an meinen Bund mit Abraham und ich will an das Land gedenken. Also wann gedenkt Gott an den Bund? Ja, wenn sie sich demütigen, wenn sie zurückkehren wollen. Ja. Das heißt, wenn Gott sagt, er gedenkt an seinen Bund, heißt das nicht, dass alle automatisch immer errettet werden. Das bedeutet, dass die Möglichkeit da ist. Und wir sehen, wie Gott Mensch wurde und er an seinen Bund gedachte und trotzdem die meisten seiner Generation verloren gegangen sind. Nur ganz kurz, das bedeutet nämlich, dass all die Verheißungen Gottes uns nur dann wirklich nützen, wenn wir die Bedingungen erfüllen. Ja. Ganz genau. Gott tut das, was wir nicht tun können. Wir können nicht geheilt werden. Wir können uns nicht vergeben. Was wolltest du sagen? Ja, Salem. Genau. Wir können uns nicht selbst vergeben. Wir können uns nicht selbst heilen. Aber wir können uns demütigen. Ja. Und Gott wird uns heilen. Gott wird uns vergeben. Aber er wird uns nicht gegen unseren Willen demütigen. Ja. Es gibt etwas, was wir tun können und etwas, was Gott tut. Gott tut das Große wie das Kleine, aber wir müssen unseren Teil erfüllen, damit Gott die Bedingung oder damit Gott das Große tun kann. Schaut mir noch einen interessanten Vers an und dann gehen wir zurück zu Lukas. In Psalm 98, und das ist ein schöner Vers, weil wir haben jetzt in Zacharias viel gelesen, er gedenkt an das Volk Israel, an die Väter, die Vorväter, nicht wahr, die Propheten. Es klingt fast so, als würde es sich auf Israel allein beschränken. Aber es gibt diesen interessanten Vers hier in Psalm 98, der etwas ganz Interessantes deutlich macht. Schaut mal in Psalm 98, Vers 3, genau. Dort heißt es, er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber wem? Dem Haus Israel. Und was ist die Folge davon, wenn Gott Israel Gnade erweist? Genau, alle Enden der Erde haben es gesehen. Das ist interessant, oder? Das heißt, Israel ist nicht nur der Botschafter des Evangeliums, Israel sollte auch das Musterbeispiel des Evangeliums sein. Gott kümmert sich um Israel, nicht damit Israel alleine gerettet wird, sondern dass wenn die Menschen sehen, wie es Israel gut geht, dass dann das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Und das ist natürlich eine wichtige Parallele zu uns. Warum erlöst Gott mich? Warum gedenkt er an seinen Bund und schenkt mir Gnade und Wahrheit? Nicht, weil er mich mehr lieb hat als die anderen, sondern er rettet mich, damit alle anderen auch von seiner Erlösung erfahren. Ja? Also wenn es Israel gut geht, so war Gottes Plan, dann wird das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet. Schon im Alten Testament sehen wir, das war nie exklusiv auf Israel gedacht. Ja? Sie sollten das Protobeispiel, der Prototyp, das Musterbeispiel sein, genau. Und deswegen haben sie auch die Botschaft bekommen. Die Botschaft bekommt nur der eigentlich auch es in seinem Leben auslebt. Sie sollten es selbst erleben und dann anderen weitergeben. Und genau so müssen wir es auch machen. Wir müssen das Evangelium selbst erleben und dann anderen weitergeben. Und wir dürfen wissen, wenn wir das Evangelium annehmen, und wenn wir in unserem Leben die Veränderung zulassen, dann wird das immer eine positive Auswirkung haben. Ganz egal, ob wir eine Missionsschule besuchen oder nicht. Irgendjemand irgendwo im Universum wird sagen, das hat mir etwas über Gott gezeigt. Ja. Und wenn es irgendein Engel im Himmel ist, der sagt, also wenn sogar dieser Mensch sich bekehren kann, ja, dann ist Gott gerecht und wahrhaftig. Oder ein anderer Mensch, unser Nachbar. Das heißt, wenn wir das Evangelium annehmen, dann hat das einen viel größeren Radius, als wir das glauben. Und das ist eine gute Nachricht, weil manchmal denken wir, unser Leben ist so unbedeutend, so unwichtig. Ja, wir sind halt die kleine Kirchenmaus, vielleicht irgendwo in der letzten Reihe. Aber die Bibel sagt, und ihr wisst, die Israeliten waren nicht das größte Volk. Sie ihr Territorium war klein. Sie waren nicht so groß wie Babylon oder Ägypten. Aber Gott hat dieses kleine Land ausgesucht. Und wenn er ihnen gut getan hat, dann ging es an die Enden der Welt. Deswegen wurde Jesus in Israel geboren, damit die Enden der Welt erfahren. Lukas 1, wir gehen weiter.
jetzt ab Vers 73 und 74. Das ist ein interessanter Gedanke hier. Das zeigt, wie tiefsinnig dieses Lied oder dieser Lobpreis des Zacharias ist. Lukas 1 und dort ab Vers 73. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht. Jetzt den Satz muss man gut verstehen. Also er gedenkt an seinen heiligen Bund, nicht wahr? Er gedenkt an den Eid, das ist irgendwie das Gleiche, ja? Und worin besteht der Eid, worin besteht der heilige Bund? Er will uns etwas geben, oder? Könnt ihr das sehen? Jetzt, was will er uns geben? Moment mal, lest den Satz genau. Was will er uns geben? Also ich lese mal vor, wie es bei mir steht. Vielleicht steht es bei euch anders. Uns zu geben, hört genau zu, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht. Was ist der Hauptsatz, was ist der Nebensatz? Mal ein bisschen Deutschunterricht. Genau, man hätte auch sagen können, uns zu geben, dass wir ihm dienten ohne Furcht. Und die Voraussetzung ist, dass wir aus seiner Hand erlöst worden sind aus der Hand der Feinde. Das heißt, der Vers spricht hier gar nicht mehr nur von der Erlösung, sondern dass, wenn wir mal erlöst sind, hat Gott ein zweites Geschenk für uns. Ein Geschenk ist, er erlöst uns aus der Hand unserer Feinde. Das zweite Geschenk ist, wenn wir erlöst sind, gibt er uns, dass wir ihm dienen. Ja, viele haben die Idee, Gott schenkt mir die Lösung und jetzt muss ich selbst ihm dienen. Ja, Gott schenkt mir die Lösung und jetzt muss ich mich anstrengen. Aber hier steht, wenn wir erlöst sind aus der Hand der Feinde, dann gibt er uns, dass wir ihm dienen. Er macht uns zu dienen, er schenkt uns das. Das gehört zu seinem Bund. Das hat er genauso versprochen wie die Vergebung. 73 und 74, ne? Lukas 1, 73, 74, ja, und 75 kommt dann auch noch dazu. Das heißt, Dienst für Gott gehört genauso zum Bund wie die Erlösung. Und wie viele Christen gibt es, die sich sicher sind, dass Gott ihnen vergeben hat, aber nicht sicher sind, dass sie irgendwas für Gott tun können? Ja, wir sagen, natürlich hat Gott mir vergeben, ja, er ist für mich am Kreuz gestorben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas für ihn machen kann in der Gemeinde. Ja, das kann ich vielleicht nicht. Aber derselbe Bund, der Bund mit Abraham, Isaac und Jakob, der uns von der Hand der Feinde erlöst, derselbe Bund mit derselben Genauigkeit, mit derselben Konstanz, macht auch, dass wir Gott dienen. Also wenn ich sage, ich glaube nicht, dass Gott mich zu einem Diener machen kann, dann sage ich auch, Gott kann mich nicht erlösen. Wenn ich aber sage, Gott hat mich erlöst, dann sage ich auch, Gott wird mich zu einem Diener machen. Ellen White hat mal gesagt, jeder Jünger Christi wird in das Königreich Gottes als ein Missionar geboren. Das ist ein Geschenk Gottes. Und zwar ohne Furcht. Wir brauchen jetzt keine Angst mehr zu haben. Schaut mal, was in Hebräer 2 steht. Das ist sehr interessant. In Hebräer 2, ich habe mich gefragt, was ist das für eine Angst? Wir haben ja jetzt beim Camp-Meeting einen sehr guten Vortrag gehabt über die Furcht Gottes, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Bei so vielen Vorträgen weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, wer was gesagt hat, nicht wahr? Aber da haben wir gelernt, es gibt zwei Arten von Furcht. Ja, die Angstfurcht und dann die Furcht Gottes, die einfach so eine Ehrerbietung ist, so eine Ehrfurcht, ja, dieses Bewusstsein Gottes gegenwärtig. Aber hier meint es nicht diese Ehrfurchtsfurcht, hier meint es wirklich diese Angstfurcht, die wir nicht mehr haben. Schaut mal in, wann sind wir? Hebräer 2, Vers 15, genau, dankeschön. Hebräer 2, Vers 15, dort heißt es, und alle diejenigen Befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ein Mensch, der nicht von Jesus befreit ist, lebt allein wegen der Todesfurcht, nicht nur wegen der Sünde, sondern auch wegen der Todesfurcht in Knechtschaft. Und das, glaube ich, ist etwas, was unterbewusst passiert. Aber ein Mensch, der keine Hoffnung, keine begründete Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod hat, im Sinne von, dass wenn wir einmal dann auferstehen werden, nicht wahr? Der hat Angst vor dem Tod und der wird plötzlich anfangen, alles Glück dieser Welt in diesem Leben erleben zu wollen. Seht ihr, wenn ich weiß, ich werde noch Milliarden mit Gott auf der neuen Erde verbringen,
dann bin ich ganz entspannt, wenn ich jetzt mal nicht so viel Fröhlichkeit oder nicht so viel entspannen kann, ja, wenn es gerade ein bisschen, ja, oder wenn ich nicht alles erreiche, was ich in meinem Leben erreichen will, weil ich weiß, da kommt noch eine Ewigkeit, ich habe noch für alles Zeit, ja. Jetzt habe ich nur eine wichtige Aufgabe, einen Charakter zu entwickeln, der mich in den Himmel bringt. Alles andere ist erstmal nebensächlich, ja. Wenn ich aber das nicht habe, wenn ich weiß, die Uhr tickt und sie tickt und sie tickt und sie tickt und irgendwann ist sie aus und ich weiß nicht mal, wann sie aus ist, dann fange ich an, irgendwie das Leben jetzt hier im buchstäblichen Sinne auf Teufel komm raus genießen zu wollen. Und dann hat plötzlich die Versuchung eine viel stärkere Kraft. Und da fängt diese Sklaverei an. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass die Erlösung uns diese Todesfurcht nimmt. Eine ganz neue Perspektive auf das Leben. Und dass ich sagen kann, ja, das ist übrigens das, was die Märtyrer befähigt hat, auf dem Scheiterhaufen zu stehen. Wir waren jetzt am Sonntag noch mit dem Clinton Wallin und dem Eugene Pruitt in Konstanz gewesen, sind nochmal da ein bisschen herumgelaufen und standen dann noch an diesem Hussenstein, wo der Jan Hus da und dann der Hieronymus von Prag verbrannt worden sind. Ja. Und wenn man das dann liest in den Geschichtsbüchern, wie die angefangen haben zu singen, ja, keine Todesfurcht gehabt haben, ja, weil sie wussten, ihr Leben ist in der Hand Gottes geborgen. Sie wussten, das ist nicht das Ende. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache in der Endzeit, wo wir dann vor der Wahl stehen werden. Entweder Tod durch das Tier oder Tod durch Gott. Dritte Engelsbotschaft, ja. Also die erste Engelsbotschaft fürchtet Gott und die dritte Engelsbotschaft, also das Tier sagt nein, fürchtet mich, ja. Und beide Tod oder Tier, ja, Tod oder Tod. Nur der Unterschied ist, die einen können nur den Körper töten, für eine kurze Zeit in den Staub bringen, aber Gott ist in der Lage, das Leben für immer zu beenden, ohne Wiederkehr. Und wie dumm wären wir, wenn wir dann dem Tier mehr glauben als Gott. Ja. Nun, na, einige nicht. Einige nicht. Ich weiß, wie du meinst. Gehen wir zurück. Ja, ich weiß, wie du meinst. Lukas 1, gehen wir weiter zurück, Lukas 1 und dort Vers 75. Also, wie sollen wir ihn fürchten? Das heißt, ohne Furcht. Wie sollen wir ihm dienen? Ohne Furcht, ja. Aber es sind zwei Dinge, die wir bei diesem Dienst berücksichtigen sollen. Nämlich, wie sollen wir ihm dienen? In Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber dann steht etwas, was wir gerne vergessen, nämlich alle Tage unseres Lebens. Es geht also nicht darum, jeden Sabbat für 3 Stunden heilig genug zu sein, ja, um den Prediger und die anderen Geschwister zu überzeugen, dass man doch zu Recht hier ist. Sondern Gottes Anspruch an uns ist, dass wir mit seiner Hilfe, ist ein Geschenk, nicht wahr? Er gibt es uns, ihm zu dienen. Und zwar heilig und gerecht alle Tage unseres Lebens. Gott wünscht sich eine konstante Heiligkeit und eine konstante Gerechtigkeit. Und das ist nur möglich, wenn das Gesetz Gottes in unserem Herzen ist, oder? Schlagen wir ganz kurz Jeremia auf. Jeremia 31. Jeremia 31. Und dort Vers 33 und 34. Jeremia 31, Vers 33 und 34. Hier haben wir das Geheimnis, wie das möglich ist, dass wir ihm dienen in Heiligkeit und in Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Jeremia 31, Vers 33, seid ihr da? Sondern das ist der was? Der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ihr wisst, das Herz ist wo? Hier. Was macht Gott? Gott gedenkt an seinen Bund. Was sollen wir machen? Wir sollen an seinen Bund gedenken. Also wenn Gott an seinen Bund gedenkt, dann deswegen, damit auch wir an seinen Bund gedenken, sodass wir dann beide Parteien an seinen Bund gedenken. Und wenn beide das Gleiche denken, dann sind sie einer Meinung, dann sind sie gleichgesinnt, oder? Sagt nicht die Bibel in Philipper 2, Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es auch Jesus Christus war. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wer ist das Volk Israel? Alle, die das Gesetz Gottes im Herzen haben, oder? Und es wird keiner mehr seinen Nächsten, keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten
bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist die Erlösung, das ist die Errettung. Das heißt, all diese Verse waren im Alten Testament schon da und der Zacharias in dieser kompakten Prophezeiung bringt sie unter der Inspiration des Heiligen Geistes alle zusammen. Ja, die Leute müssen, das muss großartig gewesen sein. Aber Zacharias ist noch nicht fertig, wir müssen uns beeilen. Lukas 1, Vers 76. Und ich kann mir fast vorstellen, wie er dort gestanden hat, nicht wahr? Und er sieht dieses, er hat sein kleines Baby vor Augen, ja, und er predigt seine Weissagung und er schaut in die Zukunft, er schaut in die Vergangenheit, er vor seinem prophetischen Auge sieht er all die Patriarchen und die Propheten und die Könige, die Schreiber der Bibel, der Reihe nach, die Prophezeiung, er sieht diesen Strom der Zeit, wie alles auf seinen Zeitpunkt zusammenkommt, ja, und er sieht die Erlösung, er sieht den Bund. Und dann schaut er nach unten und sieht sein kleines Kind, ja, Vers 76. Das ist ein kleiner Bruch jetzt in Vers 76, ja. Geht was Neues los. Er sagt, und du Kindlein, ja. Könnt ihr euch das vorstellen, wie er an seiner Wiege steht und dann diese großartige Vision hat von Christus. Dieses Lied hat übrigens 12 Verse. 8 gehen um Jesus und 4 um Johannes den Täufer. Ja, die ersten 8 sind die Erlösung durch den kommenden Messias. Ja, da geht's gar nicht um Johannes den Täufer. Geht's um Jesus. Um Gott, der sein Volk besucht. Und dann, als er fertig ist, dann schaut er quasi auf sein Kind und denkt, was ist deine Aufgabe? Und dann sagt er, und du Kindlein wirst was genannt werden? Ein Prophet des Höchsten. Frage, wer von euch kann sich gut erinnern, wo im selben Kapitel wird jemand auch genannt, Punkt, 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 des Höchsten? Aber wie wird da Zacharias genannt? Also jemand wird genannt, Punkt, 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 des Höchsten. Also Johannes wird als Baby genannt, Prophet des Höchsten. Jemand anderes im selben Kapitel wird genannt, übrigens, ich gebe euch einen Tipp, der war noch jünger, Jesus. Und wie wird er genannt? Sohn des Höchsten. Seht ihr das? Vom einen heißt es, er soll genannt werden, Sohn des Höchsten. Schaut mal in Vers 32. Da heißt es, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und dann in Vers 76, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Ganz genau, wird groß sein vor dem Herrn, aber wird nicht so groß sein wie der Herr. Ja? Das ist sehr interessant. Ja? In diesem Lied ist Christus das Zentrum. Die Erlösung ist das Wichtigste. Das kommt zuerst. Ja? Hat doppelt so viele Verse wie Johannes. Aber als er das verstanden hat, als er das gesagt hat, kommt danach als Anwendung, was ist jetzt die persönliche Aufgabe von Johannes angesichts dieser Erlösung? Ja. Erst Jesus und dann du, Johannes. Was ist deine Aufgabe? Und ich glaube, das ist auch die Reihenfolge, wie wir Gott loben sollten. Ja. Gott, was hast du alles getan? Ja. Was ist dein Erlösungswerk? Und dann, was ist im Anschluss daran meine Aufgabe? Wir haben ja gelesen, dass die Erlösung dazu führt, dass wir ihm dienen. Und jetzt macht das ja Zacharias ganz konkret. Was heißt das für dich, mein kleines Baby? Der war ja nur ein paar Tage alt. Wie wirst du ihm dienen? Du wirst ihm dienen als ein Prophet. Eine Prophezeiung über einen Propheten. Also ihr seht, im Lukas, da geht es ständig nur um Prophezeiung. Ja? Wer hätte das gedacht, dass Lukas, obwohl er selbst keine Vision hatte, so viel über Prophezeiung schreibt. Vers 76, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und hier zitiert er natürlich wieder eine berühmte alttestamentliche Stelle. Wo hat er denn das her? Dass da jemand kommt, um die Wege des Herrn zu bereiten. Jesaja. Und wo? Mit der Wüste, genau. Der rufenden Wüste. Wo ist denn das? Jesaja. Jesaja hat viele Kapitel, ne? Da macht es das Raten schwer. Die Chance klein für einen Treffer. Das ist Jesaja 40. Kann man sich gut merken. Jesaja 40. Schlagt mal auf mit mir. Jesaja 40. Wir lesen mal ab Vers 1. Da sieht man nämlich auch, warum er das macht. Weil manchmal lesen wir nur ab Vers 3 und lesen immer nur, naja, kommt der Prophet, der den Messias ankündigt. Aber Vers 1 und 2 haben eigentlich diese frohe Botschaft. Jesaja 40 ab Vers 1. Dort heißt es, tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems
und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen, für alle ihre Sünden, mit anderen Worten, aus der Hand der Bedrücker befreit. Aus der Hand derer, die uns hassen, so wie Zacharias gesagt hat. Und dann kommt Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt. Genau wie beim Zacharias. Erst das Evangelium, erst die gute Botschaft und dann der Hinweis auf den Vorläufer. Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße, wem? Unserem Gott. Übrigens, wenn ihr dort in Vers 3 Herr seht, dann ist das bei euch auch groß geschrieben, oder? Das heißt, hier haben wir den Namen Gottes, JHWH, das Tetragrammaton. Und wenn dann Zacharias das zitiert, dann meint er also, du bist ein Prophet des Höchsten. Das heißt, du wirst vor Gott hergehen. Was wiederum belegt, dass Jesus Christus Gott sein muss. Ja? Und Johannes war der Prophet von Jesus. Nun, lesen wir weiter. Vers 4, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Nun, gehen wir zu Vers 77, Lukas 1, wir sind fast durch. Drei Verse noch, dann sind wir am Ende angelangt. Lukas 1, Vers 77. Er hat ja gesagt, du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Also der Johannes, es hat eine spezifische Aufgabe. Dieses Vorhergehen war nicht einfach nur, naja, jetzt kommt der Jesus, jetzt kommt der Messias, sondern es war eine inhaltliche Aufgabe. Genauso mit uns. Unsere primäre Aufgabe ist was? Das Evangelium zu verkünden, weil Jesus ein zweites Mal kommt. Ja? Johannes war der Vorläufer des ersten Kommens, aber seine Aufgabe bestand nicht nur darin zu sagen, Jesus kommt, sondern seine Aufgabe bestand in der Verkündigung des Evangeliums als Vorbereitung für das Kommen Jesu. Genauso ist unsere Aufgabe als Adventisten nicht nur, dass wir sagen, Jesus kommt bald wieder, sondern wir müssen das Evangelium predigen. Und deswegen sagt die Dreifach-Engels-Botschaft, sie ist ein ewiges Evangelium als Vorbereitung auf die Wiederkunft. Sein Charakter, sein Wesen. Denn es geht nicht nur darum zu wissen, dass Jesus kommt, sondern auch ihn empfangen zu können. Ja, seine Heimsuchung. Ja. Sein Wesen, wie er ist. Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Was hat Johannes der Täufer gepredigt, um dem Volk Erkenntnis des Heils zu geben? Er hat gesagt, tut Buße, glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Kurz, prägnant, er hat keine langen ausfallenden Reden gehalten mit Rabbi X hat gesagt und Rabbi Y hat gesagt und im Kommentar von so finden wir noch das. Er ist auf den Punkt gekommen, hat eine deutliche, klare Erweckungspredigt gehalten. Und wenn wir wissen wollen, wie wir die Menschen vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, dann sollten wir uns an Johannes dem Täufer orientieren, oder? Klar, deutlich, einfach verständlich und immer aus der Bibel. Ja, eine eindeutige Botschaft. Ganz genau, wir haben ja im Johannes, wenn ihr euch ganz kurz zu Johannes geht, das haben wir ja damals zu Beginn der Serie angeschaut, wo es in Vers 7 heißt, in Johannes 1, Vers 7 von Johannes, nicht wahr? Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Was für eine Aufgabe, die Menschen darauf vorzubereiten, an Jesus zu glauben. Und was für eine Aufgabe für uns, schaut. Ich glaube, unsere Aufgabe ist noch gewaltiger als die von Johannes, weil, in einem gewissen Sinne zumindest, denn Johannes hat gepredigt und selbst wenn die Menschen nicht Johannes geglaubt haben, hatten sie immer noch die Chance, Jesus zu glauben, als er kam. Aber wenn die Menschen uns nicht glauben und Jesus kommt, dann ist es zu spät. Ja. Also wer Johannes nicht glaubt, hat immer noch eine Chance gehabt. Ja. Das zeigt eigentlich, wie verantwortungsvoll unsere Aufgabe ist und wie ernst wir sie nehmen sollten. Ja. Und wie dankbar wir sein können, dass Gott uns diesen Dienst schenkt, dass er uns das gibt, aufgrund seines Bundes. Ja. Sein Bund beinhaltet, dass er uns auch solch eine Aufgabe gibt. Zurück zu Lukas. Diese Vergebung der Sünde ist übrigens
ein Begriff, der bei Lukas ganz oft vorkommt in der Apostelgeschichte auch, aber wir gehen weiter zu Vers 78. Dort sagt er jetzt nämlich, warum Gott die Sünden vergibt. Und das ist, damit schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang. Ja? Am Anfang ging es auch um die Sündenvergebung. Was steht jetzt bei euch als nächstes? Das würde mich interessieren. Herzliche Barmherzigkeit. Welches Wort kommt gleich zweimal vor? Herz, oder? Seht ihr das? Herzlich, ich weiß nicht, ob es im Griechischen aus ist, habe ich nicht geprüft, aber herzlich, was drückt herzlich aus? Achso, im Griechischen, ja. Aber im Deutschen ist es ein bisschen schön. Ja. Herzlich? Also, welche Art von Menschen habt ihr im Sinn, wenn jemand herzlich ist? Lachend, fröhlich, jemand in den Arm nehmen, nicht wahr? So gutmütig, herzlich halt. Ja? Wir alle haben eine Idee, wenn es um herzlich geht. Und hier wird der Charakter Gottes beschrieben. Manchmal so manche Worte wie Barmherzigkeit und so, die sind schon so oft verwendet worden, so technisch irgendwie. Ja, wir wissen, Gott ist barmherzig, was ist barmherzig, ja? Aber herzlich kann man sich vorstellen, ja, so ein herzlich. Barmherzig, ja, barmherzig, genau. Es sind viele Begriffe, die die Bibel verwendet. Herzliche Barmherzigkeit. Deswegen tut er das, ja. Und jetzt sagt er wieder in Vers 78, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Jetzt, da schließt sich der Kreis zu welchem Vers? Genau, Vers 68, ja, ganz am Anfang. Gott hat sein Volk besucht. Und jetzt Vers 68. Und wenn man beide Verse zusammen nimmt, was kann man schlussfolgern? Ja, dass der Aufgang aus der Höhe Gott sein muss, oder? Denn Vers 68 besucht Gott sein Volk und jetzt heißt es, dass der Aufgang aus der Höhe Gott besucht. Das heißt, es ist nicht der buchstäbliche Sonnenaufgang. Ja, die Bibel spricht nicht vom Sonnengott. Sondern die Sonne wird zu einem Symbol, zu einer Metapher für Gott selbst, der das Volk besucht, der Mensch wird. Und kennt ihr eine andere Stelle in der Bibel, wo Jesus Christus mit der Sonne, mit dem Sonnenaufgang... Ja, ganz genau. Wer hat es denn? Welcher Prophet spricht von der Sonne der Gerechtigkeit? Die beide nicht. Obwohl sie so viele Kapitel geschrieben haben. Das ist einer, der viel weniger geschrieben hat. Nur 3 oder 4, je nach Übersetzung. Die Sonne ist in unseren Bibeln ganz weit am Ende des Alten Testaments. Der Anfangsbuchstabe ist gut. Maleachi, ganz genau. Können wir ganz kurz ausschlagen. Maleachi ganz am Ende. In Maleachi Kapitel 3, Vers 20. Maleachi 3, Vers 20. Die Bibel sagt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Das ist 3, Vers 20. Maleachi 3, Vers 20. Das ist direkt von Matthäus. Letztes Buch des Alten Testamentes. Maleachi 3, Vers 20. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Ich finde das Bild sehr schön, weil wir wissen vom Sonnenaufgang, dass es nicht von einer Sekunde auf die nächste heller Tag ist. Ja, es ist ein Prozess. Es wird heller und heller. So sagt die Bibel doch auch, dass der Weg des Gerechten ist wie der Sonnenaufgang, oder? Es wird heller und heller bis zum vollen Tag. Und je näher wir Gott kommen, desto stärker strahlt das Licht des Evangeliums in unser Herz hinein. Kennt ihr noch Stellen, wo Jesus mit der Sonne verglichen wird oder so mit der Sonne oder mit dem Licht des Tages sich assoziiert? 4, Vers 6, wo es heißt, ja, denn der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis zu leuchten, hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, die Herrlichkeit Gottes. Ja. Genau, das, was wir von gerade am Anfang gelesen haben, 2. Petrus 1, Vers 19, können wir kurz aufschlagen. 2. Petrus 1, 19. Wir haben ja angefangen mit der Weissagung, oder? Könnt ihr euch erinnern, dass wir gesagt haben, der Heilige Geist, der Johannes erfüllt, ist der Geist der Weissagung, weil Zacharias ja weissagt, nicht Johannes, Zacharias. Und wir haben vorhin gesagt, am Ende werden wir darauf zurückkommen. In 2. Petrus 1, da wird uns gesagt, Vers 19,
halten wir es nochmal fest, 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Das ist auch Sonnenaufgang, oder? Und der Morgenstern aufgeht, wie der Prozess, wo in euren Herzen. Das heißt, wodurch geht der Morgenstern in unseren Herzen auf? Wodurch wird es heller und heller? Durch das prophetische Wort, durch die Prophetie. Ja? Das heißt, er sagt, achtet auf die Prophetie, damit der Morgenstern, damit Christus, Offenbarung 22 sagt er, dass er der helle Morgenstern ist, damit Christus unserem Herzen immer mehr Gestalt gewinnt. Heute gibt es viele Christen, die wollen von der Prophetie nichts wissen. Ja, die sagen, Hauptsache, ich lese Jesus im Evangelium. Aber selbst im Evangelium haben wir die Prophetie, ja? Haben wir gerade gesehen. Ja? Das Evangelium beginnt mit lauter Prophezeiung. Und der Zacharias hat der Heilige Geist hat einen Zweck, als er dem Zacharias die Prophezeiung gibt. Er möchte, dass der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Und deswegen sagt der Zacharias, der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Ja. Ja, Psalm 104, Psalm 119, Vers 104, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Johannes 8, Vers 12. Ja, sehr gut. Ich bin das Licht der Welt. Und dann ihr sollt das Licht der Welt sein. Ja? Es heißt in Offenbarung 1, als Jesus zu Johannes kommt auf der Insel Patmos, dass sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Als er auf dem Verklärungsberg ist mit Petrus und Johannes und Jakobus, da leuchtete sein Gesicht wie die Sonne. Und wir haben viele Stellen, die deutlich machen, hat er die Herrlichkeit Gottes wieder gespiegelt, sein Angesicht hat geleuchtet. Das Licht der Gegenwart Gottes wird mehr und mehr durch das Studium der Prophetie. Und ich glaube, alle, die ihr da gewesen seid jetzt am Wochenende, habt gemerkt, wir haben zwar Offenbarung studiert, aber eigentlich haben wir immer mehr Jesus besser kennengelernt, oder? Das Evangelium mit all seinen Facetten. Egal, ob es erste, zweite, dritte Engelsbotschaft. Wenn man mal genauer hinschaut, hat es überall mit dem Evangelium zu tun, von verschiedensten Facetten. Und das ist der Sinn. Je mehr wir uns mit Daniel und Offenbarung und den Prophezeiungen beschäftigen, desto mehr werden wir Christus erkennen und ihn lieben lernen. Nicht umsonst haben Johannes und Daniel die Prophezeiung bekommen. Die beiden, die als die meistgeliebten in der ganzen Bibel oder die vielgeliebten bezeichnet werden in der ganzen Bibel. Zum Abschluss, Lukas 1, Vers 79. Und das ist so schön. Wem scheint dieses Sonnenlicht? Denen, die ohnehin schon auf der Sonnenseite des Lebens sind, Vers 79. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Du hast gerade schon gesagt, Jota, richtigerweise, das Licht, das Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Es führt uns wieder auf den rechten Pfad zurück. Und der Todesschatten ist berühmt. Ich war Psalm 23, auch wenn ich wandern muss, durchs Tal des Todesschattens. Es gibt in unserem Leben Situationen, da müssen wir durch das Tal des Todesschattens. Und die Bibel sagt uns, dass der Aufgang aus der Höhe, der Sonnenaufgang, sein Licht uns geben möchte. Und wo kommt dieses Licht her? Aus dem Studium der Prophetie. Also, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Probleme haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen aus dem Tal nicht mehr heraus, vielleicht wäre es so gar keine schlechte Idee, die Prophetie zu studieren. Vielleicht würden wir denken, gerade dann ist es vielleicht nicht angemessen, die Prophetie, das ist doch so angstmachend. Aber nein, die Prophetie lässt den Morgenstern aufgehen in unseren Herzen. Wenn wir sie richtig studieren, so wie Gott es möchte, wenn wir Jesus im Zentrum haben, dann ist es gerade die Prophetie, die uns durch die schwierigen Situationen des Lebens hindurchführt. Denn, was haben wir gesehen? Das Evangelium beginnt mit lauter Prophezeiung. Ja? Da kommt der Engel Gabriel, da haben wir die Elisabeth, wir haben die Maria, wir haben den Zacharias. Eine Prophezeiung nach der anderen. Das ganze Fundament des Evangeliums ist Prophetie. Ja? Aktuelle Prophetie und dann Zurückverweise auf die alte Prophetie des Alten Testamentes. Wie ist es mit dem Weg? Letzter Vers in Jeremia 6, Vers 16. Jeremia 6, Vers 16. Manchmal kann es sein in unserem Leben, dass wir den Weg ein bisschen aus den Augen verloren haben. Habt ihr die Frau vom Eugene kennengelernt, die Heidi? Habt ihr sie gesehen mal?
Die ist an, ich weiß gar nicht, an welchem Tag ist sie spazieren gewesen an der Osterfeldhalle und wollte in den Wald spazieren gehen. Und sie ist im Wald spazieren gegangen und dann wollte sie zurück. Und irgendwie sah jeder Waldweg aus wie derselbe. Und dann hat sie, also sie ist wohl also über eine Stunde oder 2 Stunden da durch den Wald geirrt, hatte kein Handy, nichts dabei. Und er hat dann versucht zurückzufinden und irgendwie sah nichts so aus, als ob sie es jemals schon mal gesehen hätte. Ja? Irgendwann war sie in einem anderen Dorf, ich weiß gar nicht, welches Dorf das ist, und konnte auch kein Deutsch, ich weiß nicht, ob da jemand Englisch konnte, jedenfalls war sie völlig verzweifelt. Und dann, was ist interessant gewesen, dann hat sie jemand gefragt und hat ihr Lanyard gezeigt, ich muss da hin, ja. Und dann stellte sich raus, die Frau, die sie gefragt hat, war eine Adventistin aus Esslingen. Und die hat sie dann natürlich schnell wieder auf den Weg zurückgebracht. Und manchmal geht uns das auch so im Leben, nicht wahr? Wir machen nur so eine kleine Abbiegung und plötzlich sind wir in so einem Labyrinth. Wir wissen gar nicht mehr zurück. Wir haben das Gefühl, wir wissen nicht mehr, wie wir zurückkommen können. Und naja, dann brauchen wir die Prophetie. Wir brauchen das Wort Gottes, das uns zurückbringt auf den Weg. Was haben wir gesagt? Jeremia 6, Vers 16. Jeremia 6, Vers 16, die Bibel sagt, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wir wollen nicht so sein, wie die dann sagen, wir wollen nicht darauf wandeln, sondern wir wollen uns von dem Aufgang der Sonne, nicht wahr, von dem wahren Licht, das alle Menschen erleuchtet, wieder auf den wahren Weg zurückbringen lassen, oder? Wollen wir noch gemeinsam beten? Lasst uns dazu niederknien, wenn möglich. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir in diesem Studium dieser erstaunlichen Prophezeiung von Zacharias wieder so viele wichtige Ideen gefunden haben, die unser Glaubensleben stärken und ein festes Fundament uns geben. Wir sehen ganz deutlich, wie das Evangelium und die Prophetie im Lukas-Evangelium so wunderbar verbunden ist. Und wenn wir weitergehen, die Evangeliumsberichte zu studieren, möchten wir dich bitten, dass wir das nie aus den Augen verlieren, dass auch das Evangelium eine prophetische Botschaft ist. Und die Prophetie pures Evangelium. Wir möchten dich bitten, dass wir diese Erfahrung auch erleben, die Zacharias beschrieben hat. Dass wir erlöst werden aus der Hand derer, die uns hassen. Dass du uns befreist aus Sünden oder aus schlechten Gewohnheiten, die uns gefangen genommen haben. Und dass du, wenn du uns befreit hast, uns auch schenken wirst, dir dienen zu dürfen, ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit unser ganzes Leben. Führe uns auf den guten Weg. Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen, und lass die Sonne der Gerechtigkeit in unserem Herzen immer heller scheinen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen.